Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival. Vor mir Jack Fleischhammer und da unten die Basis, die wir in aller Ruhe zu Ende gemacht haben. Einzelteile zerlegt haben. Ja. Dann sind wir den Berg hier hoch. Dann sind wir hierher. Haben gesagt, guck mal hier, schön Zeug in der Tasche. Jetzt kommen wir nach Hause, machen wir erstmal hier richtig, können wir abladen und dann sind wir hier hoch, dann sind wir hier rüber. Dünscht fest und dann bin ich hier Raumschiff und. Sag mal so, der Kern ist noch da. Dann fehlt da alles. Total ruhig. Das ist nicht zu fassen. Weißt du, wie viele Materialien hier kaputt sind? Das hat sich niemals gelohnt, Mann. Das ist alles weg. Nicht irgendwelche anderen Spieler, die uns verarschen, oder was? Weiß ich nicht. Gibt's hier einen Spieler? Ist auch kein Loch in der. Nee, ist niemand. Von wegen Wand. Ey! Entwickler! Hier, Luke! Ich kann aber noch ins Cockpit. Nee. Machen wir kurz P. Cockpit fehlt. RCS fehlt. Kraftstofftank fehlt. Ah, der fehlt auch. Fehlt ja auch. Ja, fehlt ja alles hier. Wollen wir mal eben hier in der Luft hier haben alles. Alter, weißt du. Mann! Nicht dein Ernst, ey. Oh Mann, sah so gut aus, gell? Wir hatten gerade fertig lackiert. Das war der erste Jungfernflug von dem Stachel. Mhm. Stimmt. Diggy B. Also, dann würde ich auch lieber das epische Lasergewehr nicht haben wollen. Wow, der schießt ja weit. Der schießt ja immer noch. Was? Der schießt voll weit, das Ding. Schieß nochmal. Schieß gar nicht. Nicht? Ich sehe immer noch einen roten Punkt. Da links schießt du. Okay, warte mal. Sag mal. Ja, nochmal, mach. Hui. Jetzt. Aber gerade. Oh, das ist lustig. Nuke-Werfer. Was machen wir jetzt? Bauen wir hier die Scheiße ab, die noch was wert ist? Was? Nein? Nein. Nein? Nein? Da kannst du dir ins Rechtschiff wissen nicht. Nein? Wir setzen hier erstmal provisorisch ein Cockpit drauf und werden dann. Lass du mich aus, echt? Nee, ist mehr so die Verzweiflung. Wirklich? Machst du mich aus? Nee, können wir nicht machen. Also, das mache ich nicht nochmal, Alter. Also, werde ich schon nochmal machen, aber. Nein. Nein, 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 nein. Es gibt keine Option. Wir laufen. Es gibt keine Option. Ist das die richtige Richtung? Ja, so grob. Ja. Ja, ihr Lieben. Das war eine Folge für heute. Ja, das ist genau. 3 Minuten Trauerfolge. Ja. Sind wir richtig in der Richtung? Richtung Westen? Ja. Naja. Ja, ich glaube ja. Bisschen mehr Nordwesten, wa? Ja, so ein bisschen. Jetzt auch hier, aber ja, gut, hier Weg. Ist der See. Der See über den See drüber. Ist gar nicht so weit, ne? Nee, ist nicht so weit. Ihr Lieben, wir machen mal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann zu Hause wieder. Ja. Bis dahin. Bis gleich. Tschüss. Oh Mann, ey. Tja, da sind wir angekommen, fast. Herr Fleischhammer, Sie schwimmen noch? Ich schwimme noch, bin aber quasi hinter dir. Da ist die Hufbasis. Wir haben eine gute Strecke hinter uns. Ich gehe schon mal ans Craften. Genau, RCS mit... Das Beifahrer-Cockpit war ja noch da, das heißt... Das ist ganz wobei brauchen wir eh nicht, weil wir fahren ja mit dem Hover rüber. Also RCS, 2 Stück oder was? Oder 1 langt das mal? Wir haben ja keinen Eingang, fällt mir gerade so auf. Wir brauchen nur einen Eingang. Ja, kommen wir da oben rein, oder? Ja, aber... Ja, also, machen wir 2 RCS, grün, ein Cockpit. Grün RCS, wie sehen die denn aus mittlerweile? Da unten, grün RCS, 2-mal, ja? Ja. Dann ein Cockpit. Der Cock von The Beat. Wo ist denn der Cockpit? Da ist der Cockpit 1. Kann ich nicht herstellen, weil die Computer fehlen. Warte mal, lass mich mal reinlegen. Okay, genau. Ich hab hier nämlich. Ach, guck mal. This isn't is fetch. Mangiare, Signore. So, das müssten ja jetzt hier Space Turrets sein, genau.
Werden wir nur Space Terrans anbauen und Tomaten. Ich habe übrigens schon mal einen Warp-Antrieb gebaut, einen Schwerkraftgenerator und einen großen Generator. Darf ich kurz mal ran? Dann kann ich mit die... Ne, so viel Bauteile habe ich gar nicht. Energiezellen könnte ich hier reinlegen. Oder haben wir drüben... Na gut, die werden auch weg sein, gell? Wir brauchen noch einen Tank. Ach, wir brauchen noch Tank, ja, stimmt. Zweimal Tank. Einmal Waffenlager. Kiste. Munitionskiste klein. Was war denn da noch drin? Dann nochmal. Wenn wir schon mal bei sind, können wir nochmal zwei RCS machen. Nicht zu fassen, ey. Nicht zu fassen. Krieg nicht mich, nicht mich. Ein, nicht mehr. Nicht mehr, nie wieder? Nee, niemals nicht. Mach ich kurz ran, dann könnte ich die Blöcke ablegen und das Erz kann ich ja drüben rein machen, ne? Nee, machen wir das Erz ruhig hier rein. In den großen. Ja, aber da kommst du jetzt sowieso alles, ne? Genau, da raus. Der kann hier. Pflanzenbeet und so lasse ich alles mal hier. Stahlplatten machen. Haben wir noch Spurthing, Space, Caviar, Tomatenkeime. So, zwei RCS, sag mal, zwei Kraftstofftank, einmal. Tonblöcke, geharzte Blöcke. Bist du still, Flasche mal? Ich bin still. Ja. Mag sein. Gut. Ja, wir haben, glaube ich, alles RCS. Lass uns kurz nochmal brainstormen. Nicht, dass da irgendwas drin. Also, Sauerstoff war zwar drin, brauchen wir aber nicht unbedingt. Nee. Wie sieht es denn aus mit bin mal Düsen? Düsensicherheitshalber noch mitnehmen? Dass irgendwie Richtungsdüsen fehlen, oben und unten? Oben drauf waren keine, waren nur an den äußeren. Wir machen nochmal zwei. Und nehmen nochmal zwei. Mann, ich will meine Bauteile los, wenn er Baller ist hier rein. Ja, das kannst du machen. Ist doch gut. So, 450 Schuss, die Dings. Die Boah, ey, das hat richtig Munition gekostet, ne? Die Aktion gerade. Das 600 Ding Schuss, zu. Ja, 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 ja. Das Ding zu raiden, da. Mhm. Die Basis. Okay, mega. Kraftstoffzellen nehme ich mal mit. Habe ich zwei große. Das müsste ja lang, um das Ding zu betanken. Pflanzkübel habe ich noch. Soll ich das Beet noch erweitern? Später. Aber dann nach hinten raus, oder? Ja, später. Ja, ist schon klar. Jetzt nicht. In der Folge wollen wir ja Lemmy brauchen. Ich brauche das wieder. Mein Gerät. Ein Gerät? Nahrung brauche ich auf jeden Fall. Ich meine, ich könnte jetzt mal erstmal hier ernten, dass es sich auch lohnt nachher. Ich glaube, aus Space Terrans kann ich ja Pommes oder sowas machen, ne? Pommel. Wobei, jetzt habe ich ja Tomaten und Space Terrans, das müsste ja gehen. Ich brauche nur einmal, da kann ich noch Setzlinge herstellen. Was hat denn der gemeint, was man herstellen kann aus den irgendwie Gemüsedosen, Fleischkonserven, Gemüsekonserven? Ja, aber hallo, wir sind doch nicht irgendwie jetzt unter der Veganer-Jang oder was? Aus Kürbis. Hammond-Kürbis? Da nehme ich schon viel zu lange von dem scheiß Gemüse. Baufleisch. Aus Tomaten kann man nichts machen, ne? Na, schade. Ich kann nicht. Zu satt? Hast du alles? Ich hab mich gerade an Gemüse mal wieder satt gegessen. Okay. Extremst freut. Steigt die Stimmung, meinst du? Da steigt die Stimmung, ja. So, mal durchatmen. Na? So, man kriegt eine LG-Ladung. Hä? Was? Nee, hier mein Moped. So, es fehlt mir eigentlich nur noch Nahrung zu meinem Glück. LG-Ladung, PK, LS, PR, LG. Verdammt, ist hier ja nicht drin. Ach, kann ich vielleicht auch gar nicht. Stimmt, wir sind ja irgendwie Level 87 jetzt geworden. 5.300.000 Fantastilliarden. Wie lohnt sich Lasergewehr? Was habe ich denn gekriegt hier für ein Ding? Episches Lasergewehr.
Da muss ich ja Level 20 werden, um da irgendwas LG-Ladungen machen zu können. Ja. So, Kumpel. Also die Zahnpasta lasse ich aber auch mal hier. Ey, sind ja noch Konserven drin hier in der anderen Büchse. Mhm, die hängt da gerade drin hier nicht. Achso, dann zieh ich mir mal so. Schnissel dir. Ach, willst du gar nicht den Scharfschützen hier mehr haben? Nee, das hab ich ja. Achso, das hast du auch. Wieder da reingelegt. Oh, gut, ja, bin satt, komm, lass uns mit dem Hover. Hast du alles? Zieh mal einen Helm aus. Ah ja, gute Idee, danke. Ich habe alles, ja. Chor war noch drin, ne, drüben. Der Chor ist noch drin. Den Chor habe ich noch gesehen. Ein paar Blöcke Hike zur Not bei, ebenfalls einfach nur, um nach Hause zu kommen. Und dann ist die Folge eh quasi, ne? Ein paar Blöcke, ja, Rettungsmission, na gut, dann. Komm. Ich geht das jetzt überhaupt? Was geht? Brauchen wir jetzt hier noch einen Beifahrersitz? Ja. Kannst du da rennen? Lass mal das Geschütz abbauen. Okay, bastel einen Beifahrersitz. Bastel mal einen Beifahrersitz, ich baue mal das Geschütz hier ab. Beifahrersitz für The Hover. So ein Kühlschrank hier alles drin, ist ja voll ausgestattet hier, der Kawasaki-Schlitten. Es gibt doch keinen schönen Passagiersitz, ey. Da ist sogar noch Essen drin, gucke an. Da hast du dir Pommes und eine Salami erstmal gebunkert. Naja, gebunkert. Die einen sagen so, die anderen so. Also haben wir einen Eingang hier übers Gemüsebeet, ne? Ja, übers Gemüsebeet ist immer, ich möchte gerne so ein opulentes Tor. Eins, was nach oben und zur Seite aufgeht. Ja, Elon, wie sieht's denn aus, ne? Großes Schiebetor haben wir doch gefordert. Was ist los? Also ich finde das jetzt schon ein bisschen, ne? Bisschen, nachlässig auch treuen Zuschauerschaft entgegen. Ja, genau. Also hast du hier noch zwei Triebwerke angesetzt? Düsen, Richtungsdüsen? Hab ich. Aber hier drin liegen hier zwei. Achso, ja, nimm mit, ja. Nimm ich mal mit. Na gut. Go, oder? Ja. Bin soweit. Hast du einen Sitz? Ja. Noch einen. Schön. Das ist der Crafter. Wo ist denn hier Energietank? Ich will mal ganz kurz gucken, ob die... Achso, ja, Energietank ist wichtig. Naja, es ist schon 5. Ich habe noch Ersatz dabei. Das passt schon. Ich habe noch 21 große Zellen. Navigator? Navigated. Richtung stimmt. Das ist die MS Titan. Da ist, genau, Richtung stimmt perfekt. Einfach quer drauf zu, würde ich sagen. Machen wir das jetzt mal. Mann. Fast so schnell, wie wir hergelaufen sind, ne? No. Was mit... Wow. Schießt du oder schießt das Ding? Nee, Mann, das ist das Ding alleine. Kann ich das mir angucken? Kannst du es abschalten? Drück mal P. Du musst auch mit P... Müsst oh, warte mal, P. Hm. P und dann... Kann ich da jetzt rein? Vielleicht Plasmageschütz? Ja, Zugriff. Ist. So, jetzt genau. Bringt das Ding mal unter Kontrolle, dass es nicht alles abschießt, was uns hier für die... Ja, guck mal hier, die alte Bergzicke. Hä? Wie er sich hochschafft. Wie er sich schafft. Richtung stimmt noch? Nein, leicht weiter links. Ja, ja, noch ein Stück. Okay. Gut, geht jetzt schlecht. Hier durch und dann... Ja, hinten links darüber, über den Balken. Balken. Ui. Richtung stimmt, ja? Oh, da war... Ja, weiter links. Der Ureinwohner hat sich beschwert. Weiter links. Kannst dich erinnern? Jo. Na gut, du könntest jetzt hier am Erzlager hoch und dann ist das eigentlich links hier an dieser Bergkette. Hier hoch, meinst du, weiter links noch? Ja. Wieso schwebt das nicht mehr so schön? Na, ist schon ziemlich steil. Hier fahren wir auf die Bergkette hier oben hoch, hier links. Dann dem Kamm folgen. Das klingt komisch irgendwie. Bis zum Wrack. Ui. Ah ja. Ja, Meter, sehr gut. Ist ein bisschen links, ne? Links davon, oder? Oh, und es gibt wieder Licht. Dann geht auch. Ist doch schön. Ich muss noch mal ganz kurz innehalten. Okay. Vielleicht dann, wenn wir stehen. Ich werde gleich aushalten. Oder. Nee, es passt. Auswerfen. So, ist doch schön, oder? Ja, ich stehe so hier auf dem Ding. Ist ja geil. Geil. Scroll ich ein bisschen raus. Tick. Geh
Geht nicht. Weiter geht nicht. Ah, herrlich, herrlich. Würde ich ihn hier stehen lassen? Nee, ist nicht gut, ne? So. Mann, Mann, Arim. Gut, dann parke ich mal hier. Rutschst du? Nö. Aber wir brauchen noch, wir müssen noch Rache üben, oder? Ja, aber an wen? Die haben wir doch schlitzt schon. Die sind ja, nicht ich mehr weiß da. Noch nicht, was. Irgendwas muss uns ja. Irgendwas muss uns ja, ne? So. Also, ja. Sehe ich auch so. Volle Grippe. Ich halte mal Ausschau. Wo ist der potenzielle Feind? Sagen wir mal, ich könnte das jetzt vielleicht einfach mal verbessern, ein Stück weit. Aber das ist eigentlich. Ich habe mir gut in den Berg reingeholzt, fällt mir gerade. Wow. Wow. Was? Den Berg. A long journey home. Ja, tatsächlich, hier ist ein. Eine Richtungsdüse entsprungen. Ah, ne, die ist noch da. Hä? Okay, dann. Bleibt sie, wo sie ist. Muss jetzt einfach erstmal kurz so sein. Munitionskiste. Glaub mal, ich werde Rache üben. Hart. Meine Rache wird fürchterlich sein. So, hinten Schildblusen sind dran. Wie man den Wind hier so wehen hört. Ich habe gerade was anderes gehört. Es ist einfach. Es ist doch. Es ist doch. Meinst du das? So ähnlich, ja. So, das haben wir, das haben wir. Scheinwerfer noch ran und dann, sollte das eigentlich auch was gewesen sein. Ich mag das. Kindschop ist in seinem Element. So, den so. Ich mach noch einen. Energietank, hast du auch mit? Ja. Energietank. Ja, Heike angebaut, genau. Wird mal kurz eben bestücken. Komm nicht ran, Generator? Das ist der Generator. Achso, du bist schon. Ich, ja. Es sind sogar zwei oder waren die noch intakt? Nee, nee, die habe ich gerade da wieder eingefügt. So sieht's aus. Okay, startet. Da hast du alle Richtungen. Probier mal. Ich habe hoch. Hoch. Machen wir jetzt langsam. Runter. Rechts. Links. Ja. Vorne zurück. Nee, 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 nee. Hast du Antriebsdüsen auch überhaupt nach vorne? Nach vorne, ja. Ah, weg. Okay. Nicht in der. Ah, eine Bremse fehlt mir. Aber da war ich ja was bei. Sehr gut. Wo hat sie vorher eingebaut? Das ist nicht gut. Steig ein, steig ein, steig ein. Spring hinterher. Spring hinterher, du Assi. Soll ich rein? Nein, nein, ist gut. Ja, so. Komm. Steig ein, das ist nicht gut. Steig ein, steig ein. Spring hinterher. Nicht ganz dicht. Hallo? Das war jetzt aber auch hier. Ein bisschen, was ich davon halten soll, ne? Jetzt. Warten. Naja, du, sollst, du weißt schon, was ich das meine. Hast du es bald? Können wir losfliegen? Ich muss. Ja, ich hab's gleich. Boah, das hat alles hier schon so. Schade genommen. Ja. Ja, ja. Ja, langt, oder? Ja, ich hab ja zwei bei, also mag ich auch zwei montieren. Waren die da drin? Nee. Nee, eigentlich nicht. Punkt. Mach sie mal nicht so. Symmetrisch. Pappe dran. Okay. Pappe. Pappe dran. Hast du noch Sprit drin? Hast du mitgenommen? Ja, ich gerade eingebaut, ja. Okay. Okay. So. Ich muss leider so ein bisschen. So. Ach, ja. Wow. Rettungsaktion erfolgreich. Oh ja. Oh ja. Hast du gemerkt gerade? Nee. Nee. Ich hab dich gerade angestoßen. Ja, leicht. Rettungsmission erfolgreich, ja. In der Zeit quasi, Mia. Das kennst du nicht für möglich. Ja, gut, wir haben ja auch einen Cut gemacht, ne? Das ist ja. Ja, ja, also schon. Wir, ja, wir haben ja so drei, vier Minuten. Ja,
es ist leichte Verluste. Ich meine, wir wissen jetzt niemals unabgeschlossen in Johannesburg parken, ne? Ist doof. In Johannesburg? Hast du mal gesehen? Habe ich einen Bericht gesehen, dass in Johannesburg unten die ein Riesengeschäft damit machen, die Autos mit Tönungsfolie die Scheiben zuzukleben, weil dort an der Straßenecke die Leute hergehen und mit Splittern aus einer Zündkerze, mit der Keramiksplittern, ja, die Scheiben einwerfen. Also sie gehen praktisch vorbei und machen dann Carjacking. Ja, Carjacking. Daher auch dieser, seit Johannesburg sind auch die Autos automatisch abgeschlossen. Wenn du das anmachst und losfährst, schließen die sich ab. Dass sie abschließen, genau. Und die Scheiben haben sie eingeworfen, weil die Leute sich halt einschließen, das wussten die damals schon. Und dann haben die einfach diese Scheiben mit so einem, die haben eine Zündkerze auf den Boden gedeppert und dieses Keramikteil. Ich hab das schon mal gemacht. Achso, okay. Ich kenne das. Ich habe schon mal so Zündkerzenteile auf eine Autoscheibe geworfen. Es ist quasi. Aber rein aus beruflichen. Nee, informationstechnischen Gründen. Guck mal, wie schnell wir auf einmal zu Hause sind. Weißt du, wir ratschen hier eine halbe Stunde. Ja, nicht ganz so stimmt. Ich fahre relativ cool schnell. Aus, sieht cool aus. Ja, über dem Wasser sieht richtig geil aus, ja. Adrenalin-Shots hat man noch dabei übrigens für den Rückweg. Ja, genau. Leider gibt es ja keine Möglichkeit, sich zu porten. Also wir wissen zumindest nicht, wie man sich portet. Also man kann sich doch porten, man kann irgendwie Koordinaten angeben. Das haben wir halt, bis wir das hingekriegt hätten, sind wir zweimal zurückgelaufen wahrscheinlich. Ja, wir sind wieder daheim. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Die kleine Rettungsaktion war nicht geplant. Nee. Das mal in aller Deutlichkeit. Das war kein RB. RP. Nee, das auf keinen Fall. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Imperium Galactic Survival wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.